Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sternentor-Video. Dieses Video nehme ich in meiner Funktion als spirituelle Künstlerin auf. Ich darf als Künstlerin schon mein ganzes Leben lang Bilder auf die Erde bringen, die die Menschen bereichern, glücklich machen, ihnen Energie geben. Und seit 2006 darf ich eine ganz besondere Serie empfangen, nämlich die Sternentor-Bilder. Ich kann mit diesen Bildern all meine Funktionen auf dieser Erde, all meine Gaben, mein Potenzial einfließen lassen, denn ich bin neben meiner Arbeit und Berufung als Künstlerin auch Autorin, Medium, Inspiratorin und, wie ich letztens so schön gesagt habe, auch Werkzeugmacherin. All das kann ich mit diesen ganz besonderen Bildern auf die Erde bringen. Die Sternentor-Bilder sind nicht nur gemalte Bilder, sondern ich empfange für jedes Sternentor, und es gibt aktuell ein bisschen über 100 dieser Bilder, ich kann mit diesen Bildern eben ganz besondere Energien bündeln und dadurch, dass ich sie male und auch in den Schriftzeichen, die man hier hinter mir sieht, aufschreibe, auch in unsere Sprache übersetze, den Menschen Impulse geben. Ich empfange diese Bilder, ich sage immer, aus der Seelenquelle, aus unser aller Quelle, ob man die Gott nennt, Göttin, Schöpferquelle. Ich öffne mich einfach in Meditation und bekomme einen Begriff, ein Bild, das ich dann in mir wie ein Film formt, und mit der Zeit, manchmal dauert es einen Tag, das ist aber eher selten, meistens sind es ein paar Tage und gar Wochen, manchmal sogar ein bis zwei Monate, und in dieser Zeit erfahre ich die Energie, um die es gerade geht in meinem Leben, damit ich sie authentisch und so intensiv wie möglich auf die Erde bringen kann. Wenn die Zeit gekommen ist, dann beginne ich zu malen und zum Abschluss oder manchmal kurz vor dem Abschluss des Bildes bekomme ich dann die Worte, die ich in das Bild hinein fließen lasse beziehungsweise meistens auch schreibe in Form dieser Lichtsprache. Die meisten Sternentore haben ein Band. In dem Band ist die Lichtsprache, also die Botschaft des Bildes. Aber einige Sternentore sind auch sehr besonders aufgebaut. In diesem Video geht es um das Sternentor von Mutter Erde. Dieses Sternentor ist eben sehr besonders. Es hat nicht die Botschaft außenrum, sondern es hat einen Kranz aus Edelsteinen, Halbedelsteinen. Und die Botschaft ist nicht außen, sondern in der Mitte. Ich bin sehr, sehr intensiv als Mensch, als Wesen, als Seele mit Mutter Erde verbunden. Sie ist für mich in diesem Leben die Übermutter, weil ich in meinem Leben eben nicht so viel mütterliche Geborgenheit und Liebe erfahren habe, wie einige andere Menschen auch auf dieser Erde. Und zusätzlich bin ich auch Botschafterin. Das habe ich erst vor einigen Jahren erfahren dürfen, als ich nämlich das erste Buch, das Erdenherzchakra-Buch, von der Erde übermittelt bekommen habe. Es hat schon vielen Menschen geholfen. Es ist ein süßes kleines Büchlein, das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Es hat ganz, ganz tolle Impulse, wie wir unser Leben noch mehr verbessern, verstärken und nähren können. Und seitdem spüre ich die Kraft von Mutter Erde und ihre Botschaften noch mal viel, viel intensiver als früher sowieso schon. Die Natur war immer mein Nährstoff, also der Platz, ob im Wald, auf dem Feld, auf den Wiesen oder tatsächlich in meditativer Verbindung mit der Erde. All das hat mich genährt. Das hat mir Kraft gegeben für mein doch sehr, sehr extremes und intensives Leben. Und mit der Zeit habe ich es immer mehr auch in meine Berufung einfließen lassen. Ich möchte euch jetzt die Botschaft vom Sternentor von Mutter Erde vorlesen und ich lade euch ein, einfach mal die Augen zu schließen. Ich lese die Botschaft vor, die ich im Internet, in meiner Kunstgalerie mit dem Bild zusammen auch veröffentlicht habe. Ich sende euch den Link unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr gerne auch nochmal nachlesen.
Wenn ihr die Augen schließt, dann könnt ihr das viel, viel besser aufnehmen und die Energie quasi in alle Zellen fließen lassen. Dazu lade ich euch ein. Und wenn ich die Botschaft beendet habe, dann könnt ihr die Augen wieder öffnen, denn dann erzähle ich wie in jedem Sternentor-Video ein bisschen auch aus meiner Erfahrung eben noch zusätzlich zu diesen Themen. So. Die Botschaft des Sternentores von Mutter Erde. Geliebte Menschen, ich liebe euch, jede einzelne Seele, jedes Tier, jede Pflanze, jeden Stein. Ich bin die Basis für euren kollektiven Traum, diese besondere Illusion namens Leben. Auf mir wollt ihr leben, denn ich ermögliche euch, eure Erfahrungen hier zu machen. Ein neues Eintauchen in meine Energie ist nötig. In so großer Zahl habt ihr euch von mir abgewandt, habt meine Schätze verbraucht und vergessen, dass alles Leben ein Geben und Nehmen braucht. Erinnert euch wieder an eure Seele und euer Herz. Erinnert euch bitte wieder an eure Geburt auf eurem Heimatplaneten. Nur aus meinen Molekülen, Atomen und meiner Liebe könnt ihr hier sein. Lasst uns einander wieder liebend wahrnehmen, wertschätzen und gemeinsam für Frieden sorgen. Auch mein Bewusstsein erhebt sich mit eurem. Je höher eure Schwingung und je weiter euer Bewusstsein wird, desto stärker erhebe auch ich mich. Meine Liebe ist die einer glücklichen Mutter, die voller Fürsorge behütet und Geborgenheit schenkt. Ich versorge euch mit allem, was ihr braucht, um gesund, glücklich und frei zu sein. Nehmt meine Liebe und Kraft an und kehrt zurück in meinen Schoß. Gemeinsam erschaffen wir eine Energie aus Liebe, Frieden und Weisheit. Empfang voller Dankbarkeit und Liebe im April 2019 von Sonja Ariel von Staden. Schon viele Jahrhunderte haben wir uns losgelöst von Mutter Erde, aus dem Schoß der Natur. Im Mittelalter begann ein Prozess, die sogenannte Aufklärung, die dafür sorgte, dass wir uns nicht mehr mit den Jahreszeiten bewegen, sondern uns rauslösen. Übrigens, was da hinten blitzt, ist eine CD, die mein Nachbar in den Baum gehängt hat und die im Wind bewegt wird, die Sonne reflektiert und dann Blitze auf die Bilder schickt. Also nicht wundern. Wir haben uns rausgelöst aus den Zyklen der Natur. Wir haben uns über die Natur gestellt, über die Pflanzen, über die Tiere. Wir haben uns erhoben und das war zum Teil sehr wichtig, weil viel, viel Aufklärung tatsächlich stattgefunden hat. Wir haben über die Wissenschaften, die wieder sehr, sehr stark wurden, ganz viele tolle Erkenntnisse geschöpft und eine große, breite Masse wurde immer besser informiert. Es gab immer mehr Wissen auf der Erde, nicht nur für die gehobenen Klassen, für die reichen Menschen, sondern eben für alle Menschen. Mit dem Buchdruck wurde das dann auch noch verbreitet. Und das war wundervoll, weil eben immer mehr Bewusstsein auch dadurch entwickelt wurde für die Prozesse auf der Erde. Und dennoch sind wir weit, weit weggekommen, mit jedem Jahrzehnt mehr, von unserer wahren Natur und Natürlichkeit, von unserer Seele, von unserem wahren Kern. Und mit der Kraft der neuen Technik, mit dem Strom, der uns plötzlich zur Verfügung stand, der viele, viele positive Möglichkeiten für mehr Freiraum geschenkt hat, wurden wir noch unnatürlicher. Wir haben uns immer mehr zurückgezogen in unsere Wohnung, unsere Häuser. Die meisten Menschen gehen nur noch ganz selten raus in die Natur, sind wirklich mit den Zyklen des Lebens im Einklang. Werden dadurch immer kranker, also ob das über denaturierte Nahrungsmittel geschieht, darüber mache ich ja auch sehr viele Videos,
ob das über die nicht mehr gute Anpassung an die Temperaturen auf der Erde geschieht oder ob das im Kopf, im Gehirn passiert, dass wir glauben, dass wir eben etwas so Besonderes sind, dass wir überhaupt keine Rücksicht mehr nehmen müssen auf die Natur, auf dem Planeten. Ob man daran glaubt, dass Mutter Erde ein Bewusstsein hat oder nicht. Gerade in diesem Jahr 2019, in dem ich jetzt dieses Video aufnehme, kommt durch Fridays for Future, durch viele, viele Wissenschaftler, durch viele Demonstrationen verschiedenster Gruppierungen auf der Erde immer mehr ins Bewusstsein, dass es keinen Sinn macht, diesen Lebensraum namens Erde zu zerstören. Ich habe schon oft in meinen Videos gesagt, gerade in den aktuelle Energiewelle-Videos, den Planeten an sich können wir kaum zerstören. Wir können aber unsere Welt zerstören, die Welt der Menschen, in der wir leben. Wir können für uns unseren Lebensraum vergiften. Wir können die Meere vergiften, die Luft vergiften, uns Menschen vergiften. Wir können respektlos mit den Pflanzen und Tieren umgehen. Und all das ist passiert, gerade in den letzten 50 Jahren. Und jetzt in diesem Moment, in diesem extremen Aufstiegsjahr 2019, aber auch noch 2020, erleben wir einen sprunghaften Anstieg des Bewusstseins. Und dieser Anstieg geschieht sowohl über das Bewusstsein von Mutter Erde als auch über Energien, die aus dem Kosmos auf die Erde kommen. Die Energie von Mutter Erde, das war das, was ich euch gerade vorgelesen habe, ihre Botschaft, sagt uns, nehmt bitte einfach mich als Kraftquelle wieder wahr. Die Erde sagt, ich bin auch da, um euch in die Arme zu schließen, um euch mütterliche Liebe zu schenken, euch zu nähren, auf Zellebene, körperlich, aber auch im Bewusstsein, im Herzen. Wir können diese Liebe und diese Kraft annehmen, wir können es auch lassen. In der ganzheitlichen Welt sagt man, wir brauchen starke Wurzeln, also wir verwurzeln uns endlich wieder mit der Erde, senden unsere Wurzeln tief in die Erde hinein wie ein Baum, damit wir stabil sind. Ich habe auch ein Sterntor der Stabilität empfangen dürfen. Das ist ein wunderschöner Lebensbaum. Das verlinke ich euch auch mal hier unten in der Videobeschreibung. Das war sozusagen der Vorläufer zu diesem Sterntor. Und es ist an uns, ob wir uns der Erde wieder mit Liebe widmen, ihr wieder unseren Respekt und auch unsere Dankbarkeit zollen oder ob wir uns weiter abwenden. Für mich persönlich ist das der Punkt oder einer der Momente, in denen wir uns entscheiden dürfen. Wollen wir zu unserer wahren Natur, unserem wahren Licht zurückkehren, sozusagen wieder zu Lichtmenschen werden, als Seelen auf der Erde, uns quasi aus den harten Strukturen der seelenlosen Gesellschaft lösen und wieder zurück in unser Licht kommen? Oder bleiben wir in den harten Strukturen? Bleiben wir in den immer enger werdenden Strukturen der Manipulation, dass wir unser Bewusstsein komplett runterdimmen lassen über völlig unnatürliche Nahrung, über unnatürliche Praktiken auf der Erde, dass wir uns eben nicht mehr mit der Natur bewegen, sondern gegen die Natur? Das ist jetzt der Moment. In den letzten Jahren verstärkt seit 2012, der uns auffordert, hinzuschauen. Wo wollen wir hin? Wollen wir uns hingeben? Wollen wir zurück in den Schoß der Erde und ganz viel Kraft haben für den Aufstieg, zu Lichtmenschen werden und eine neue Welt erschaffen, die sowohl die modernen Techniken als auch die alten, wundervoll noch nutzbaren Techniken verbindet? Oder bleiben wir abgestumpft, wie ich es immer so schön sage, bleiben wir Schafe
Und bleiben wir kleben in der alten dritten Dimension. Kommen wir raus aus der Dualität endlich in die Trinität. Licht, Schatten, Liebe, Bewusstsein, vielleicht sogar Quadrophonie. Also dass wir wirklich immer weiter alle Facetten unseres Seins eröffnen. Und das ist sehr schön. Dieses Sterntor ist, ja, wie alle Sterntore, nicht nur als Bild multidimensional. Es hat also wirklich auch eine 3D-Dimension. Das sind viele ganz kleine und etwas größere Halbedelsteine von Lapislazuli bis Jaspis, Achate, Zitrine, Rosenquarze. Alles, was ich so in meiner Schatzkiste gefunden habe. Viele kleine erhabene Pünktchen und eben diese goldene Botschaft, die sogar ein bisschen Glimmer enthält, die also quasi mit jedem Lichtschein anders aussieht. Und diese Dreidimensionalität wird ja jetzt in unserer Zeit immer mehrdimensional. Denn wir entwickeln uns immer weiter, wenn wir wollen. Und diejenigen, die zu meinen Videos kommen, wollen das meistens auch. Also, jetzt mal ganz persönlich an dich. Du entscheidest, ob du die Kraft der Erde nutzen möchtest, ihre Botschaft empfangen möchtest, ob du dir erlaubst, wieder zurück in diesen warmen, weichen, mütterlichen Schoß zu kehren, daraus Kraft zu schöpfen und zu erblühen, wirklich zum Lichtmenschen zu werden, oder ob du da bleibst, wo du bist. Alles ist in Ordnung. Deine Seele macht ihre Erfahrungen auf Erden. Alles ist gut. Wenn wir aus der Seelenebene auf unser Leben schauen, ist alles in Ordnung. Es geht eben darum, möchte ich mich weiterentwickeln oder nicht. Wir können hier im Leben spielen. Das ist das Schöne. Wir können mit der Energie fließen, wir können gegen die Energie fließen. Es ist ein Spiel. Ich persönlich habe mich entschieden, dieses Spiel endlich mit Freude, Spaß, Genuss auf der lichtvollen Seite zu erleben und andere Menschen dazu zu inspirieren, aus dem Schatten, aus dem Leid und der Angst wieder an ihr eigenes oder in ihr eigenes Licht zu kommen. Und ich lasse auch jeden da, wo er ist. Ich kann nur auf meine Weise inspirieren. Mit meinen Bildern, meinen Worten, meinen Büchern und allem anderen. Ich hoffe, dieses Video hat dir die tiefe Natur und das Bewusstsein unserer Erde, unseres Heimatplaneten etwas näher gebracht. Du kannst mir gerne deinen Kommentar unter das Video setzen. Wenn es dir gefallen hat, wenn es dich erfreut und genährt und inspiriert hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben. Gerne auch meinen Kanal abonnieren, die Glocke drücken, dann wirst du immer neue Videos von mir bekommen. Ich nehme mittlerweile ziemlich viele Videos auf, weil es mir ganz, ganz viel Freude macht. Vor allen Dingen auch die aktuellen Energiewelle-Videos. Und ich wünsche mir einfach, dass diese Erde wieder zu dem Paradies wird, das sie immer schon war, dass wir aber endlich mal mit unserem Verstand und unserem Herzen wahrnehmen und wieder verstärken können. Ganz viel Freude dabei, ganz viel Liebe für dich, ganz viel Kraft. Deine Sonja Ariel von Staden. Ciao.